Anders als die Amerikaner lassen die Sowjets den sogenannten tschechischen Partisanentrupps gegen die deutsche Zivilbevölkerung freie Hand. Am besten dokumentiert die Ereignisse in der kleinen Stadt Landskron in Nordostböhmen. Am späten Vormittag des 17. Mai besetzt ein schwer bewaffneter Trupp der Partisaneneinheit Václavik das Stadtzentrum. Instinktiv ergreift Kurt Heger die Flucht. Der damals 13 Jahre alte Bub versteckt sich im Dachstuhl seines Elternhauses und beobachtet, was unten geschieht. Ja, und dann ging's los. Sie haben ja die Leute hinlegen lassen, aufstehen lassen. Sie haben sie spießoden laufen lassen. Und alles mit Schlägen, mit Gewehrkolben, mit Prügeln, mit Latten. Also was halt die Burschen so hatten. In Pseudo-Schnellverfahren verurteilt das Partisanengericht Menschen zum Tode. Landskron war kein Einzelfall. Diese Tribunale haben sich spontan gebildet. Die waren natürlich von niemandem legalisiert oder autorisiert oder eingesetzt. Das waren in den allermeisten Fällen auch Tschechen von auswärts, nicht eben aus Landskron selber. Unfassbar. Nur wenige Tage nach den Vorkommnissen in Landskron lässt sich die gleiche Partisaneneinheit in einer Parade feiern. Die deutschen Einwohner von Landskron werden ausgeplündert und vertrieben. In Deutschland kaum bekannt, der Massenmord an Karpatendeutschen in Prerau, tschechisch Přerov. Der Zufall will es, dass am Nachmittag des 18. Juni 1945 zwei Züge in die mährische Stadt kommen. Ein Zug mit slowakischen Soldaten, ein zweiter Zug mit Karpatendeutschen. Auf Befehl des Kommandanten der slowakischen Einheit müssen die Karpatendeutschen, darunter viele Frauen und Kinder, in Viererreihen antreten und in Richtung Schwedenschanze, einer kleinen Anhöhe vor der Stadt, marschieren. Hier oben liegt das bereits ausgehobene Massengrab. Und erst nach Einbruch der Dunkelheit wird dann begonnen, diese Leute einzeln zu erschießen, wobei es erschütternde Szenen gab. Eine Mutter mit zwei Kindern, eines hat es vom Arm ein Jahr alt, das andere der Hand, die bat, dass man die Kinder vor ihr erschießt. Man hat die Mutter erschossen und die Kinder ins Massengrab geworfen. Bilder der Mordopfer. In wenigen Stunden werden 267 Menschen erschossen. Das jüngste Opfer ist erst 7 Monate alt, das älteste weit über 80. Einzig dieser kleine Bub überlebt das Massaker. Seine Mutter ist Slowakin, die Soldaten lassen sie laufen. Der deutsche Vater wird ermordet. 61 Jahre sind seitdem vergangen. Der kleine Bub ist heute ein alter Mann. Sein Vater ruht hier in einem Massengrab auf dem Friedhof von Prerau. Wenn ich hier an diesem Grab stehe, denke ich an meine Kindheit zurück. Ich stelle mir dann vor, welche Kindheit ich gehabt hätte, wenn mein Vater gelebt hätte. Ob es besser gewesen wäre. Es wäre sicher besser gewesen, wenn mein Vater wirklich ein sorgsamer Mensch war. Und es tut mir leid. Manchmal muss ich dann weinen. Ich kann mir nicht helfen. Wie viele Deutsche in der damaligen Tschechoslowakei unmittelbar nach dem Ende des Krieges ermordet wurden, ist bis heute unbekannt.